Und da sind wir auch schon wieder zurück. Mitte Millionär. Gerade eben hatte ich ja den Fehler, dass keiner sich mehr vom Fleck gerührt hat, alle in ihren Häusern hingen. Einfach neu geladen, also neu ins Hauptmenü gegangen und wieder neu geladen und dann funktionierte es wieder. Schönerweise. Und dann verkaufen wir denen direkt mal eine ordentliche Portion Wolle. So viel Schafe, können sie auch mehr haben. So, ist das gut? Ist gut? Ja, das ist gut, ne? Ja. Ja, habt ihr alles, ne? Ein Atelier wollt ihr bauen. Das ist doch schön. Kann man doch mal machen. Das wollte ich nicht. Ich wollte die Dorfkarte. Da. Bauernhof. Also beim Bauernhof. Beim Bauernhof. Der Bauernhof ist dort. An, dass sie den meinen. Natürlich ja nichts, was so ein Bauernhof mit. Ah ja, da ist er schon dran. Ja, gucken, wie er sein Gelände absteckt. Ein Claim. Und ich pflück währenddessen weiter Wolle hier. Mal wieder gucken. Noch am Arbeiten. Passiert übrigens immer mal wieder mit solche Fehler, dass halt mal was, dass die Bewohner hängen bleiben, aber nicht sehr oft. Also immer mal wieder, ne? Betonung auf mal. Ja, und ich habe das auch schon öfter versucht, auf dem Server laufen zu lassen, also so auf dem lokalen Server, dass man das mit mehreren Leuten spielen kann. Das bietet sich eigentlich auch an. Da könnte man sicherlich tolle sich Sachen ausdenken, zum Beispiel jeder hat eine Partei, die er vertritt und wo er möglichst schnell möglichst viele Dörfer gründen muss oder sowas. Und dann kann man auch Krieg gegeneinander führen oder sich verbünden gegen andere. Oder halt auch sich einfach so unterstützen, gucken, dass der Handel floriert, sowas alles. Also man kann viele verschiedene Möglichkeiten da so einbauen. Aber das Problem war bisher, dass das scheinbar, zumindest mit demjenigen, den ich das probiert habe, dass da irgendwas mit der Internetverbindung, dass die nicht ausgereicht hat scheinbar. Also ich vermute, wir haben das jetzt auch schon im... Also wir haben es einmal über Hamachi ausprobiert damals und dann haben wir es über Tangle jetzt auch schon mal mehrfach ausprobiert. Mein Rechner packt das wohl, das zu managen. Also ich kann auch ohne Probleme drauf spielen, aber derjenige, der halt zusätzlich mit drauf ist, hat extreme Lags, sodass er wirklich, also eigentlich sich gar nicht fortbewegen kann, beziehungsweise nicht sieht, dass sich andere Leute fortbewegen. Ne? Alles bleibt stehen. Und irgendwie kommt uns das so vor, als wären das vielleicht einfach zu viel Daten, die da übers Internet gesendet werden müssen. Und ich, der ich lokal spiele, hätte dann halt den Vorteil, dass es bei mir geht. Das kann aber auch an was anderem liegen. Aber wer weiß, vielleicht kriegen wir das auch nochmal hin, vielleicht mit einem langen Netzwerkkabel oder so. Dass man dann mal tatsächlich was zusammenspielen kann. Mal schauen, mal schauen. Ich weiß ja auch noch gar nicht, wie lang das hier wird. Der Name wird sich auch nochmal. Also, ich hatte schon Idee, wie, ich hatte ja bisher Let's Play Show gesagt, oder also Let's Show Play. Ich denke, man könnte es lieber Let's Manage nennen. Ne? Das ist, weil das ist ja eigentlich das, was man hier hauptsächlich macht. Also, was wir jetzt gerade hier hauptsächlich machen. Das ist schon wieder so eine physikalisch unmögliche Konstruktion. Ja. Ne? Also, ihr seid live dabei jetzt, dass ich diesen Titel festlege. Ihr seid wahrscheinlich schon längst dran gewöhnt, weil das da schon steht. Aber vielleicht auch nicht. Vielleicht entscheide ich mich ja wieder oben. Dann seid ihr jetzt völlig verwirrt. Naja, wahrscheinlich auch eher nicht. Ach ja, hier muss ich auch wieder, während er baut, nochmal ein wenig. Das Haus haben wir ja auch schon mal gesehen, dass es gebaut wurde. Muss man ja nicht jeden Schritt begutachten. Bin mal gespannt, was die als nächstes brauchen. Nämlich vielleicht auch wieder sowas wie Wolle. Man muss sich halt nicht immer ewig im selben aufhalten, im selben Dorf, ne? Man kann halt schon mal gerne so eine Viertelstunde, eine halbe Stunde in einem anderen verbringen und halt da ein bisschen weiterhelfen, weil die brauchen oft Sachen, die man eh noch übrig hat von dem anderen Dorf, was die doch nicht mehr gebraucht haben, weil sie inzwischen das selber herstellen können oder so. Und da kann man halt nochmal schnell so ein paar kleine Münzen nebenbei verdienen. Oder Mützen.
ja auch alles noch nicht. Paar Ecken vergessen. Oh, das ist schlecht. Ich will nicht, dass da Tiere reinlaufen. Das wäre nicht so schön. Ist auch ganz verdutzt, glaube ich, jetzt. Nichts mehr. Entschuldigung, ich habe es repariert. Hab deinen Zaun auch nicht absichtlich eingerissen. Es kommt auch nicht wieder vor. Vielleicht überkommt es mich dann doch nochmal irgendwann, aber jetzt nicht. Oh, ist wieder Schlafenszeit. Das ging ja schnell. Falsche Richtung. Ich bin ja im anderen Dorf. Aber ist er fertig geworden? Keine Stadtwelt kann mit Konstantinopel verglichen werden. Ja, das... ich mag... ja, kann sein. Schlummer, 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 Schlummer! Kaffeeschlurf weg! So, ich guck nochmal eben hier in der Stadt, ob sich da was Neues getan hat. Volle Birkenholz, dieses Eichenholz brauchen sie mal wieder. Da wieder da nix, ne? Da wieder nix da. Ach Leute, 30 Stück. Ja, viel ist es ja eigentlich. Na, da barme ich mich noch mal kurz. Mal schnell ein paar Eichen snacken. Oh. Ach, will ich jetzt schon wieder umstellen? Nur wegen 30 Eichen? Na. Ich merke mir, dass sie Eichenholz brauchen und fliege noch mal eben in dieses Dörfchen. Wer weiß, vielleicht haben die ja genug. Ja, genug hatten sie auch nicht, glaube ich. Wenig reicht ja auch. Ach, die haben auch keins mehr. Sandstein braucht ihr. Habe ich den nicht noch bei mir rumfliegen? Sandstein. Ja, nimm alle. Nein, was mache ich denn? Ja. Wolle? Da Wolle? Hab da noch, aber egal. Trotzdem. Und Bruchstein. Ja, die könnt ihr auch haben. So. Hat's doch viel zu. Ist noch Eichenholz. Ich brauche also doch mehr. Jetzt brauche ich schon 53 Eichenholz. Da ist das Ding. Da will ich noch nicht hin. Hier war doch noch ein Dörfchen. Tja. Hinter den Hügeln. Den Bergen. Sieben Zwergen. Und sieben Seen. Sieben Bäumen. Sieben Schafen. Sieben Vögeln. Monden, Sonnen, sieben. Oh, ist ja auch wieder was im Bau. Uah. Wo bist du? Steckt bestimmt in der Erde.
Was wird das hier? Oh, die haben schon abgegradet hier, die Steine am Boden. Geht's gut, ha? Stein brauchen sie immer noch. Und ins in Latomeo. Steinbruch, ja. Wo seid ihr? Kommt ihr noch? Macht ja auch mal eure Türen wieder zu, sonst kriegt ihr Besuch. Bewegen sich auch wieder nicht, ne? Ja, ja, die sind auch wieder alle gestunt. Das Pferd. Ist. Und schon geht es weiter. Erstmal 24. Auf Vorrat. Ich habe Kontrolle darüber, was ihr so macht. So. Ja, da kann man sich natürlich die Frage stellen, was war als erstes, der Steinbruch oder der Stein? Im Grunde deponiert er ja alles, was er jetzt da gleich abbaut, erstmal selber. Aber ich, das ist halt so, das ist so. Da setze ich auch direkt mal was rein. Ja, hier sowieso. Überall. Es hat wieder Arbeit hier. Fertig? Sieht fertig aus, ne? Dann sehen wir mal die letzten Schritte noch. Wegbauen. Der Weg, ja. Die Estia, die gute. Gute Seele. Ja, professionell Weg verlegt. Und er schürft. Ich bin stolz, ein römischer Bürger zu sein und für dieses glorreiche Imperium zu arbeiten, auch in diesem harten Geschäft. Hm. Kann sich darstellen selber. Wo sehen Sie sich selber in 10 Jahren? In einem riesigen Steinbruch. So groß, dass ich 500 Leute darin anstellen kann. Die ich ausprobieren. Nee. Wieder. Ne, das war schon immer. Okay. So. Das ist es. Jetzt könnt ihr mal gucken.
Ne? Beleuchtung rausrupfen. Äußerst unzufriedenstellend. Hier kann auch jederzeit wieder Geröll runterplumpsen. Oh, die haben jetzt ja zwei. Ist mir jetzt ja gar total entgangen, dass das ja zwei jetzt sind. Das sind jetzt übrigens zwei Scheinbrüche. Wollte ich nur mal, falls ihr es nicht gemerkt habt. Ne, das kann man schon mal übersehen. Mehr Dächer, die unbestückt sind. Ist ja doch genau. Gut. Gut. Ja, und hier ist ja Zombie-Paradies hier oben. Ist ja alles freie Fläche. Das ist die Kirche, ne? Ja, der baut die Kirche um. Oh Gott, das ist groß. Jetzt gucke ich mir doch von innen an hier. Uah! Darf ich mal? Das ist ja gar nicht die Kirche, Blödsinn! Die Kneipe, oder? Ja. Sieht eindeutig aus wie die Kneipe. Ich stelle mich mal lieber hier irgendwo hin, wo er wahrscheinlich nichts mehr wegbaut oder reinbaut. Uah! Hau mich nicht! Schon wieder dunkel. Auch schön Bilder aufhängen, bitte. Und ein Spiegel über der Bar. Ach so, und das Drehkreuz können Sie direkt wieder rausnehmen. Der baut eine zweite Etage. Schnell. Ja. So, so, so. Und wer soll hier bitte wohnen? Verstehe ich noch nicht ganz. Selma. Schnell zurück nach Hause. Aber ich fliege mal eben in unsere Ein-Mann-Prachtbude. Kann man ja auch pennen. Leute da nicht gerade wieder rumgrunzen. Ist auch noch nicht sicher hier, ne? Leute. Runter vor meinem Bett! Weg! Geh weg! Jetzt hänge ich hier aber komisch. So, ich kann auch trotzdem pennen. Immer. Achso, was war hier noch? Da haben wir diese. Und da haben wir diese. Und dann auch wieder welche. Ja, können. Direkt neben die giftige Kartoffel. Tschüss, macht's euch gemütlich. Ja, euch. Mittlerweile alle eingezogen. Oder war der schon immer da? Steht Ziegel. Hat er denn so hier die Tasche? Und. Ja. Nee, der macht einfach fließen. Da hat er auch Bescheid. Was lassen die eigentlich in letzter Zeit all die Türen offen hier? Das ist ja schlimm. Siehst du, das meine ich mit managen. Ne? Du musst denen den Arsch hinterher tragen, ansonsten vergessen sie den in der nächsten Straßenecke. Andererseits, wenn sie alles schon könnten, dann wäre es ja auch langweilig. Hat hier mal langsam jemand was angebaut, oder fehlen euch die Trauben?
gesagt, habe ich es eigentlich sowieso schon. Ah ja, das war das Dorf, wo das hier so nah ist. Da könnte ich eigentlich auch noch irgendwie ein Bett reinbauen, aber das ist jetzt noch nicht so nötig. Ich habe jetzt ja was hier. Der hat auch noch keine Einschmelzöfen. Die hätten halt schon mal was das hier erweitern können. Vielleicht, das hätte ich jetzt gemacht. Erstmal einen fertig bauen. Dann kann der ja schon Steine herstellen. Dann ist das alles ein bisschen lockerer. Dann kann man den zweiten bauen. Aber das ist wohl nicht deren Angelegenheit hier mit meiner Lüge. Okay, wir brauchen wieder Wolle, wie ich so sehe. Oder die brauchen Wolle. Ist noch eine Schere. Schere, da ist die. Schäfken! Wo sei da? Da sei er. Braun brauche ich eigentlich nicht. Ne, da kannst du noch. Wenn deine Haarfarbe geändert hat, dann melde dich mal. Kannst auch färben, das geht. Habe ich aber bestimmt schon 5-mal getan. So. Jawohl. Diese Ecke hat's nicht so viel Schafe hier. Aber vereinzelte. Aber glücklicherweise gibt's hier auch keine Wölfe, sonst wäre das Ganze noch etwas problematischer. Die halten ja nichts aus hier. Champion. Ist der ja mit einem Happen. Das ist eigentlich eine ganz coole hier, Schafherde hier, ne? Komplett sind eigentlich immer hier. Und lassen sich gut gehen und dadurch wächst halt die Wolle immer schön. So, 30 Wolle haben wir. Ja, da hinten noch. Dann dürfte es auch erstmal reichen für das Dorf. Ach, und der hier auch noch, der kleine Gefangene. Du musst doch mal wieder was machen. Komm, mach. Vielleicht auch mal Eichen. Zur Abwechslung. Ja, wirklich. Ja, das reicht, wie gesagt. Noch schnell auf den Weg zurück. Ist das der Eiche? Ja, da ist einer bei. Immerhin, ab und zu mal. Aber da macht auch schon wieder keiner was. Ist auch keiner. Da stehen die wieder alle apathisch in ihren jeweiligen Häusern rum. Da geht einer. Der geht schon, der geht schon. Kommt
jetzt jemand oder kommt keiner? Nee. Ich höre die Schritte so nah. Da muss man schon wieder nachladen. So, wie viel Geld haben wir? Oh, wird schon langsam. Nee, das war's auch sonst. Sonst habe ich alles. Aber noch eben guckt, wo die, Ah, den baut er aus. Okay. Mal hin. Vielleicht macht er seinen Fehler ja wieder wett. Zuerst das hier gebaut hat und nicht das andere fertig gebaut. Zeig mal, was du kannst. Achso, er baut bestimmt gerade unterirdisch da schon mal das Gelände. Also ich meine jetzt von der Grube, die er gleich weiterbauen will. Bestimmt noch. Warte weg. Mal gucken. Dass der Raum zum Vorschein kommt. Man hört gar nichts. Was machst du denn da? Meine. Wenn du nicht willst, dann nehme ich sie halt zurück. Jetzt baut er trotzdem. Dann hat er da irgendwas noch fertig gemacht, was er am ersten Durchgang nicht gemacht hat. Ich kann nicht mit dem. Ja, oder auch nicht. Ja, bau dir mal einen schönen Ofen dahin. Das ist ganz gut. Bin auch. Ne. Bringt ja nichts. Ja, machst du gut. Lass dich nicht stören. Aber er lässt doch immer noch ein, zwei Felder Erde, ne? Weil, man braucht ja auch immer mal Erde. Nicht, dass man die auch nicht überall, also überall anders auch hier bekommt, aber ne. Ich glaube, eigentlich brauchen die auch nicht wirklich Erde für ihre Handwerkssachen oder zum Bauen. Glaube ich alles so. Aber es ist halt eine Sandgrube, Kiesgrube und Erdgrube in einem. Und Ton und Sandstein. Das kann ich hier gleich wieder ausleuchten, nur weil du hier erweitern willst. Oh, das tut mir leid. Oh Gott. Ja. Ich mach sofort wieder gut. Heile. So, da. Ist alles wieder gut. Hab ich hier gerade eben zischen gehört. Warte, was? Ach nee, das war ein Rind, ne? Oder ein Pferd? Ja. Ja, schwarzes Schaf. Der Familie. Schon wieder dunkel. Sich halt immer so ein bisschen Wald. Ne, tagsüber. Deswegen über ein bisschen sorgsam sein. So, jetzt ab nach Hause.